Und bevor wir einmal auf diese Timeline eingehen, ganz kurz nur für den Kontext: Objektivität, das ist eigentlich ein Grundsatz im Journalismus. Einer der erfolgreichsten Podcasts impft unsere Kinder mit radikalem Gedankengut und keiner kriegt's mit. Heute mal in Schwarz-Weiß. Hey Leute! Scheiße! Sorry, was hab ich denn jetzt gemacht? Das geht gar nicht. Das sollte erst natürlich kein Hitlergruß sein. Scheiße! Das war ja der absolute Gag letztens. Ich weiß nicht, ob jemand mitgekriegt hat, ist schon wieder eine Weile her. Ich bin ja wohl ziemlich spät dran mit meinen Videos, wenn ich mich über irgendwelche Sachen auslasse. Aber na gut. Das war ja letztens der absolute Gag mit dem Nazi-Schneemann. Mit dem bitterbösen Nazi-Schneemann. Da waren zwei Polizisten, die liefen in Berlin-Pankow vorm AfD-Büro lang. Und dann da ein Schneemann stehen, der so, ich hätte es da als freundlich winken gedeutet, aber so war es eben nicht. Ein Schneemann, der macht knallhart den Nazi-Gruß. Heil, kann man Ski heil? Darf man das noch sagen? Aber nicht so, oder? Ne, jedenfalls haben die den Schneemann gesehen und das geht ja gar nicht. Ein Schneemann, der die rechte Hand hochhebt, das geht einfach nicht. Da haben sie natürlich einen Bericht geschrieben, so ungefähr. Der eine Polizist, oder ich glaube, es war Polizistin, sind ja sowieso alle Polizisten. Innen und außen und egal. Jedenfalls dachte der eine zum anderen, guck mal, das geht doch gar nicht. Wir sind doch hier bei der AfD. Und dann macht jemand so, sorry, ich mach's mal mit links lieber. Ob das nur so gilt oder einfach bloß so, ich weiß nicht, wer macht denn das nie? Wenn man weiter hinten einen Bekannten sieht, dann winkt man den mal hier oder hello oder beim Autofahren sagt man so danke. Das ist aber böse Nazi-Sache. Also ich weiß nicht, wenn mir einer mit dem Auto Platz macht, da ich hier durchkomme, dann mache ich so. Gehört sich so nicht mehr. Vielleicht weil das die Nazis verwendet haben. Übrigens, die Partei, die Grünen, wurde von zwei Altnazis gegründet damals. Nur mal so nebenbei gesagt. Jedenfalls haben die einen Bericht drüber gemacht und der Staatsschutz hat sich um die Sache gekümmert und die auch angeschrieben und was weiß ich. Und letzten Endes stellte sich eben raus, dass der auch in mehreren Online-Shops verkauft wird für knapp 300 Euro. Und das ist doch keine böse Nazi-Sache. Aber ich weiß es nicht. Es geht alles den Berg runter. Keine Ahnung. Ja, ich stehe hier übrigens jetzt in Meißen. Hatte mir ursprünglich überlegt, morgen gucke ich mir nochmal den Geocache Meißner Treppen an. Oder einen davon. Meißen hat so viele Treppen. Da gibt es ja drei Caches darüber, wo man dann über Tisch Treppen laufen muss. Und das kommt von Stufenzählen oder was ist unten an der Mauer dran und sowas. Und da muss man dann draus Zahlen generieren und einen Cache suchen. Aber das jetzt nur mal nebenbei, da mache ich extra Videos drüber. Aber der Wetterbericht hatte gesagt, morgen ist schlechtes Wetter. Und seit ich jetzt nach der Arbeit hierher gefahren bin und hier auf dem Parkplatz stehe, regnet es schon wieder ununterbrochen. Mein
Parkplatz an der Elbe, wo ich eigentlich hier in Meißen manchmal gestanden habe und meine Nacht geschlafen. Der ist gesperrt wegen Hochwasser. Obwohl jetzt schon wieder Wasser frei war, aber Elbe ist noch ganz schön hoch. Und wenn das jetzt schon wieder so geht, dann wird sie wahrscheinlich auch wieder ein bisschen steigen. Deswegen stehe ich jetzt hier weiter oben in Meißen auf dem großen Parkplatz. Und deswegen, um mir Gott ist ja oft gefallen, habe ich jetzt auch kein großes Licht an, sondern bloß eine kleine Kamera, die jetzt hier bloß ein Schwarz-Weiß-Bild macht, weil die mehr im Infrarotbereich arbeitet. Und bei dem Wetter, ich denke mal, das werde ich dann morgen nicht weitermachen, dann gehe ich jetzt zum Bäcker. Hier ist gleich irgendwo, muss die Richtung sein, ist gleich hinten 300 Meter weg im Bäcker. Da kann ich mir was zum Frühstück holen. Ja, aber wie gesagt, das Video zum Cache kommt dann später mal. Ich wollte mich jetzt noch über zwei andere Sachen mit auslassen. Und zwar dann die nächste Sache, die auch schon wieder eigentlich total veraltet ist. Das ist sogar schon etwas länger her. Ich weiß es gar nicht, wann das war. Da hatte Böhmermann in seiner Sendung da, ich nicht, ich kann den Böhmermann nicht leiden, und habe die Sendung eigentlich selten geguckt. Ich habe es mal irgendwo gelesen. Ich fand es lustig. Jedenfalls hat er sich, passt auch, weil wir gerade hier in Meißen stehen, hat er sich über den Meißner Imker lustig gemacht. Der hat irgendwie so eine Sendung gemacht, hat über Bienen ein bisschen was erzählt und so ein paar Leute auch interviewt. Ja, heute totale Technikprobleme. Jetzt ist mein Schwederakku ausgestiegen. Mal sehen, da liegt auch jetzt schon ungeladen eine Weile im Auto rum. Ich hoffe, der hält jetzt ein bisschen länger, ansonsten muss ich morgen weiter quatschen. Jedenfalls, dass Böhmermann den das Bild von der Webseite genommen hat und im Fernsehen sich drüber lustig gemacht hat, nahm der Imker Thomas Heinzig, hieß der. Da sagte sich der Thomas Heinzig, wenn der sich über mich lustig macht, das kann ich auch. Ja, und da hat er ein Etikett gedruckt für seine Sache, für seine Honiggläser. Führender Bienen- und Käferexperte empfiehlt. Und dann halt Greenwashing Honig drunter geschrieben. Das wiederum wollte Böhmermann dann auch nie hinnehmen. Und hat dem eine Unterlassungserklärung geschickt. Jedenfalls hat er dann gegen den Imker geklagt. Und die Sache ging vor Gericht. Aber die Richterin, die fand das auch ganz lustig und war auf der Seite von dem Imker. Mit dem Gerichtsurteil vom 8. Februar dieses Jahres hat Böhmermann dann schließlich verloren und die Meißner Imkerei darf mit seinem Gesicht Werbung machen. Eine weitere Sache, die mich jetzt ein bisschen schockiert hatte, das habe ich heute früh gesehen, war letztens, ich glaube letzte Woche, eine Bauerndemo in Unterlüch. Das ist in Niedersachsen, in der Lüneburger Heide, ein kleiner Ort. Da hat Olaf Scholz jetzt eine Waffenfabrik eingeweiht. Und das nutzten gleich einige Bauern, um da eine Demo aufzurufen. Verspätet kam dann hier, ich blende das mit ein, dieser Herr mit seinem Plakat, wie so als Nachzügler dorthin, und
Den Bauern geht das ja eigentlich um den Wegfall der Förderung, dass sie die brauchen, weil die ins Pleite gehen und nee, die hören einfach auf zu arbeiten. Ich weiß, ihr braucht mich immer zu berichtigen. Jedenfalls, der kam mit einem ganz anderen Thema an. Der forderte mehr Waffen für die Ukraine. Und jeder, den kommt, der kommt auf der linken Straßenseite von uns aus gesehen. Und da Stückel rechts dahinter, auf der anderen Straßenseite, das ist doch glatt ein Team vom ZDF. Ich kenne bloß die beiden Videos, auf die hier verwiesen wird, die hänge ich unten mit dran. Als Link. Ich habe jetzt nie viel weiter nachgeforscht in die Richtung. Ich will es mal so offen im Raum stehen lassen. Es könnte durchaus auch ein Fake sein, aber dass da zwei, die sich aufregen, weil ich jetzt im Video gesehen habe, dann ohne Nachforschung stehen lassen, glaube ich nicht so richtig. Zumal der jetzt auch dieser Alexander Raue auch seine Sachen ein bisschen nachprüft, bevor er die sendet. Ja, jedenfalls kommt er mit seinem Werbeplakat hier an, fordert mehr Waffen für die Ukraine. Und kurz dahinter läuft das ZDF dort ran. So, da drängelt sich von vorne in die Demo rein, gleich in die erste Reihe, steht dort mit seinem Plakat. Filmteam macht schön die Aufnahmen, dass die Demo schon mit seinem Plakat ganz groß da vorne erscheint. Mittlerweile kriegten das verschiedene Demonstranten mit und haben gesagt, wir wollen hier mit dir nichts zu tun haben, du bist hier falsch und haben den rausgeschmissen. Da haben die den jedenfalls rausgeschmissen und der den so letzten Endes angepackt und weggeschoben hat, den hat die Polizei gleich einkaschiert. Das Obel ist starkes Stück. Zumal der nie irgendwie geschlagen hat, der hat ihn bloß so angepackt und geschoben. Ihr seht es ja hier. Jedenfalls, der stand dann vorne bei den Polizeiautos und das ZDF-Team hat ihn dann noch in Ruhe interviewt und halt mit dem gesprochen. Es erscheint eine riesige Demo für mehr Waffen für die Ukraine. Also, ich weiß nicht, ob das so auf Sendung gegangen ist oder ob die gesagt haben, wir wurden dabei erwischt, wenn wir hier fälschen wollen. Oder es könnte natürlich auch wirklich ein Fake sein. Ich lasse es mal so offen stehen. Aber da ich auch im Vorfeld schon über so eine Sachen, die von den Medien so ein bisschen getrickst wird, gehört habe, habe ich gesagt, das musst du unbedingt bitte ins Video bringen. Das kann ich jetzt nicht so stehen lassen. Wie viel hat der Herr bekommen an Geld für seine Aktion? Und warum hat er mit Polizeischutz hier was zu suchen? Besonders der ist ja, ne? Schon ein komischer Zufall, oder? Ja, komischer Zufall, denken wir auch. Und noch ein Thema. Ich habe vorhin mich hergesetzt, Feierabend, Bier getrunken, Prost. Und so ein bisschen bei Facebook rumgeblättert. Und da habe ich jetzt gerade gelesen, eine Mutter hat sich beschwert, dass ihr 14-jähriger Sohn mit rechtsradikalen Gedankengut infiziert wird. Ja, der Sohn, da hat den Fehler gemacht und hat sich den Podcast von Hass und Hopf angeguckt. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei Hoss und Hopf. Mein Name ist Kjaer Schossenpur.
kurz Kian. Mit dabei ist Philipp Hopf. Philipp, grüß dich, mein Lieber. Und heute, ich grüße dich auch. Ja, geht es um ein Thema. Ihr habt es bestimmt alle mitbekommen. Eine Welle, eine Kampagne der Medien gegen Hoss und Hopf. Ja, und ich hatte jetzt schon mal irgendwie was gelesen, Hoss und Hopf, dass das Jugendliche gar nicht gerne gucken. Und vorhin las ich das Ding, da dachte ich, jetzt muss ich doch mal reingucken, was hier so böse ist. Also, wie gesagt, ich habe jetzt bloß mal zwei, drei Videos mal stückenweise durchgescrollt. Im neuesten Video lassen sie sich natürlich aus, wie sie hier plötzlich in den Medien runtergemacht werden und versuchen, das zu berichtigen. Aber rechtsextrem würde ich nie unbedingt sagen. Das sind einfach zwei Finanzexperten, die so in Finanzen, Aktien, irgendwas haben die auch Beruf, irgendwo in die Richtung, ich weiß es nicht genau. Und machen halt ihren Podcast, wo die dann halt sich über bestimmte aktuelle Themen unterhalten. Und so wie ich das jetzt hier beim Durchscrollen mitgekriegt habe, nie irgendwie böse und rechtsradikal oder sowas. Ganz normal, wie wir uns auch unterhalten, wenn wir mit Kumpels oder so über irgendein Thema reden. Die machen halt den Fehler, die nehmen keine Hand vom Mund, weil eventuell jemand mit einer anderen Meinung sehen könnte, der dann denkt, oh, die haben eine andere Meinung, mit denen darf ich nie reden. Und anstatt, dass sie irgendwie rausgehen und irgendwelche Leute befragen, vielleicht sich ja viele, viele besorgte Mütter oder Väter bei ihnen melden, nein, 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 da wird aus der eigenen Redaktion jemand genommen, der dann unter Pseudonym auftritt. Das heißt also, Quelle, vertrau mir, Bruder. Aber diese besorgte Mutter und ihren Sohn gibt es, die dann auch noch ihren eigenen Sohn auf eine interessante Art und Weise darstellt. Man könnte hier sagen, ihn ordentlich unter den Zug schmeißt, aber das soll jeder da selbst bewerten. Da gibt es ja auch unglaublich viele Bewertungen im Internet, die alle einfach sagen, was ist das denn bitte für ein Artikel? Und so falsch könnte ihnen liegen, was mit dem, was die erzählen und machen. Die haben mittlerweile schon fast 200.000 Abonnenten und sind, wenn ich das Also das Video, was die hier auf ihrer Hauptseite haben, als Einleitung, das ist ein Jahr her. Und wenn ich jetzt hier runter scrolle auf der Webseite von denen, die haben vor einem Jahr angefangen mit ihren Videos und haben jetzt schon fast 200.000 Abonnenten. 100, wo stand 170 oder sowas waren das, glaube ich. Nee, noch. Wovon waren es nicht so viel? Ich glaube, die kriegen jetzt richtig Werbung durch diese Negativartikel. Mittlerweile 198.000 Abonnenten. Hat war jedenfalls irgendeine Journalistin vom Spiegel. Um deren Sohn geht das. Dieser Artikel erschien auch zuerst im Spiegel, so wie ich das mitgekriegt habe. Dritter Vorwurf. Wir sind zu radikal, wir müssen weggecancelt werden. Dazu hat sich jetzt Spotify offiziell geäußert und zwar bei Watson. Ja, Watson, dieser Bericht AfD-Parolen und Nazi-Sprech. Dazu zitiert Watson selber Spotify. Zitat, bei Spotify ergreifen wir Maßnahmen bei Inhalten, die ausdrücklich gegen unsere Plattformregeln verstoßen. Diese Podcast-Episoden haben nicht gegen unsere Plattformregeln verstoßen und dürfen auf der Plattform bleiben. Danke sehr, Spotify. Danke sehr, dass man eben hier nicht dem Cancel-Wahn verfällt, der zutiefst undemokratisch ist und der genau den Vorwurf auslebt, den man dem Gegner machen möchte. In Ihrem Podcast, auf den Sie sich in Ihren TikTok-Clips beziehen. Es sind jetzt nicht einzelne Clips gesperrt durch TikTok, sondern der komplette Kanal, schreibt das Unternehmen, und das werde auch dauerhaft so bleiben. Das ist eine sehr gute Nachricht.
Wie handhabt X, ehemals Twitter, eigentlich mittlerweile das mit dem Sperren fragwürdiger Inhalte? Ich würde mal sagen, da wird so gut wie gar nichts mehr gesperrt. Im Gegenteil, da wird ja auch viel entblockt von dem, was vor Elon Musk noch geblockt und verbannt worden ist. Und auch Meta, also der Konzern hinter Facebook, Threads und Instagram, WhatsApp, tut sich immer wieder sehr, sehr schwer, sich wirklich durchzuringen zu harten Schritten. Den hat TikTok heute vollzogen. Das ist eine gute Nachricht. Und das Ironischste bei dieser Frau Nicole Diekmann ist, dass sie vor 2 Tagen, also am 14.02., auf T-Online einen Meinungsbericht abgegeben hat mit dem Titel Neue Strategie von Insta, Facebook und Co. Eine Bankrotterklärung. Sie schreibt dazu, politische Diskussionen gehören zu Social Media, doch nun sollen sie möglichst unterbunden werden. Unsere Kolumnistin hält das im Superwahljahr 2024 für einen riesigen Fehler. Moment mal. Nicole Diekmann hält es für einen Fehler, dass politische Inhalte von den sozialen Netzwerken unterdrückt werden sollen, sagt aber dann privat selber, dass sie es gut findet, dass Inhalte von Personen, die eine politische Meinung vertreten, die nicht ihrer entspricht, die sollen zensiert werden. Also in ihrem Artikel steht, ich lese auch nochmal vor, weiter unten beim Fazit quasi, es ist eine Bankrotterklärung, sie ist das Eingeständnis des eigenen Scheiterns im Kampf gegen Hass und Desinformation und genau deshalb ist sie hochpolitisch. Also sie bezieht sich darauf, dass Meta und die ganze Plattform sagen, wir wollen weniger politische Inhalte über unseren Algorithmus fördern, weil wir uns raushalten wollen. Sie selber sagt, das ist falsch, es sollte mehr politische Inhalte geben, aber es sollte der Kampf gegen Hass und Desinformation passieren. Das heißt, um das jetzt nochmal in Kontext zu setzen, wo sie sagt und sich darüber freut, dass Hoss und Topf gesperrt ist, das, was nicht ihrer politischen Meinung entspricht, das soll bitte gesperrt werden und alles andere, das soll ja nicht von den sozialen Netzwerken irgendwie im Algorithmus runtergeschraubt werden. Das soll bitte weiter verbreitet werden. Die Doppelmoral und die Ironie ist nicht zu glauben. Und anstatt, dass sie irgendwie rausgehen und irgendwelche Leute befragen, vielleicht sich ja viele, viele besorgte Mütter oder Väter bei ihnen melden, nein, 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 da wird aus der eigenen Redaktion jemand genommen, der dann unter Pseudonym auftritt. Das heißt also, Quelle, vertrau mir, Bruder. Aber diese besorgte Mutter und ihren Sohn gibt es, die dann auch noch ihren eigenen Sohn auf eine interessante Art und Weise darstellt. Man könnte hier sagen, ihn ordentlich unter den Zug schmeißt, aber das soll jeder da selbst bewerten. Da gibt es ja auch unglaublich viele Bewertungen im Internet, die alle einfach sagen, was ist das denn bitte für ein Artikel? Und dann werden wir mal morgen gucken, wie das Wetter sich weiterentwickelt. Vielleicht habe ich ja Glück und die Meteorologen lügen. In diesem Sinne, bis morgen. Nee, so rum, bis morgen. Ciao.